Gebürtig ist sie aus Bruck, doch ihr Arbeitsplatz bringt sie jeden Tag nach Leoben, besser gesagt auf die Montanuniversität Leoben. Und genau hier sind wir heute zu Gast und wir sagen Dankeschön, dass du für uns Zeit gefunden hast, Nina Gegenhuber. Ja, es sind ja eigentlich Ferien, aber trotzdem bist du hier anzutreffen. Es hat auch einen speziellen Grund, denn du bist nicht mehr Studentin, sondern du bist schon ein bisschen weiter in deiner Karriere hier an der Montanuniversität. Und genau darüber und über einiges mehr werden wir heute sprechen. Ich darf gleich anfangen. Ja, die Montanuniversität ist momentan dein Arbeitsplatz. Der bringt dich ja Tag für Tag hierher. Warum eigentlich die Entscheidung, als Bruckerin den Lebensweg einzuschlagen, der dann jetzt im Endeffekt in Leoben stationiert ist? Grundsätzlich aus Interesse am Fach an angewandten Geowissenschaften. Ich habe mir damals nach der Matura geschaut, was gibt es an Studien, bin dann zufällig auf die Montanuni gestoßen, eigentlich so, naja, geht man nach Leoben, naja, eigentlich doch eher Graz oder Wien. Und dann war aber das Interesse stärker und dann habe ich gesagt, ja gut, dann beginne ich halt in Leoben. Und dann ist eins nach dem anderen so passiert. Also es war weder geplant noch sonst irgendwas, sondern es ist alles so entstanden. Und wenn man die Geophysik anspricht, also Physik ist, glaube ich, jedem ein Begriff, Geo vielleicht eher so von der Geographie. Was versteckt sich nun wirklich in der Geophysik? Die Geophysik ist also die Physik von der Erde. Das heißt, man kann im Gelände messen und die Petrophysik als Teil der Geophysik ist eher die Eigenschaften der Gesteine und wir betrachten es hauptsächlich im Labor. Also wir haben andere Professoren, die Geophysik machen bei uns an der Uni, die dann hauptsächlich im Gelände unterwegs sind und ja, unterschiedlichste Messverfahren durchführen. Und wenn ich ehrlich sein darf, dann muss ich dich eigentlich ganz anders ansprechen, nämlich mit einem vollständigen Titel, der ja lautet Diplom-Ingenieur Dr. Nina Gegenhuber. Wie ist das für dich, oder das Gefühl, wenn du jetzt mit diesem Titel angesprochen wirst? Du bist jetzt auch, so wie ich jetzt, nicht so alt, aber wie ist für dich das Gefühl? Macht es auch stolz, den Weg so großartig zu bestreiten? Ja, es ist eher ungewohnt. Also wenn einen jemand anspricht mit dir, Frau Dr. Gegenhauer, dann ist das immer so, ja, Dr. I, ja, okay. Nein, es ist natürlich was Besonderes. Also vor allem in dem Alter, das zu schaffen, ist einfach ja, was Besonderes. Und man ist stolz drauf, natürlich. Und ja, Bruck war Geburtsort, Leoben ist der Arbeitsplatz und jetzt war ein Ausflug in ein Land, ein ganz spezielles Land, denn dein Lebensweg ist ja auch ausgezeichnet worden, aber nicht von jemand, ja, sagen wir mal, wirklich so in Österreich so bekannt, sondern der war schon ein bisschen mehr bekannt über die Grenzen hinweg von Großbritannien. Was genau verbirgt sich dahinter? Es gibt bei uns Tagungen, wo wir unsere wissenschaftlichen Beiträge austauschen können untereinander. Und die Tagung war eine europäische Tagung, war in diesem Jahr in London. Und es gibt bei dieser Tagung immer Preise für Wissenschaftler unterschiedlichster Bereiche und einen Jungforscherpreis. Und diesen habe ich heuer auf dieser Tagung erhalten von Prince Andrew, dem Prince of York. Welches Gefühl ist das, wenn man da wirklich für seine Arbeit von Prince Andrew ausgezeichnet wird? Ist ja ein Kind, wenn man so sagen kann, von der Queen selbst. Ja, unglaublich. Man glaubt zum ersten Moment gar nicht. Natürlich was ganz Besonderes, dass die Arbeit so eine Anerkennung findet in der europäischen Community. Also es ist ja nicht nur eine österreichische Tagung, es ist eine europäische Tagung. Und ja, vom Prinzen noch dazu, natürlich was ganz Besonderes. Also das ist außergewöhnlich und ich glaube, das ist einfach was Einmaliges, was man im Leben erleben kann. Du warst nervös? Ja, natürlich. Ja, sehr sogar. Also vorher essen war überhaupt nicht möglich. Und danach ist aber dann, also er war sehr freundlich, ganz locker, ganz normal eigentlich. Also man hat es überhaupt nicht gemerkt, dass jetzt Prince da ist. Also ja, war super. Jetzt hast du mit 28 schon eine so große Auszeichnung bekommen. Wo geht's beruflich bei dir weiterhin? Ich möchte gerne auf der Uni bleiben. Ich habe jetzt einen Vertrag für die nächsten 6 Jahre, also noch 5 Jahre. Und da muss man weiterschauen, ob der Weg auf der Uni bleibt oder nicht. Also ja, muss man schauen. Das kann man natürlich nicht genau planen. Was wäre eigentlich dein größtes Ziel beruflich gesehen? Das ist schwierig. Ich glaube, ich habe schon alles erreicht, was ich mir eigentlich an Zielen gesetzt gehabt habe. Also es ist jetzt noch die Habilitation, also die Lehrbefugnis zu bekommen, die offizielle.
Und dann, ja, ich glaube, dann gibt es nicht mehr wirklich viele große Ziele. Also einfach seine Arbeit so gut wie möglich durchzuführen, den Studenten so viel wie möglich beizubringen. Ja, ich glaube, das ist so das Große, was man als Ziele noch hat. Aber ich glaube, das ist eigentlich eher ein sehr großes Ziel, das man im Endeffekt dann auch umsetzen kann. Ja, und wenn du jetzt gerade einmal nicht Prinz Andrew in London die Hand schüttelst, was machst du privat in deiner freien Zeit? Ja, alles Mögliche, was man, glaube ich, so als junger Mensch macht, mit Freunden treffen, die Freizeit einfach genießen. Man braucht natürlich einen Ausgleich zum stressigen Job, ein bisschen Sport, je nach Wetterlage, Schwimmen, Skifahren, alles, was sich so ergibt halt, was bei uns möglich ist. Berggehen natürlich in der Region ist das natürlich optimal. Ja. Also eigentlich wieder eine bunte Palette, die du da eigentlich hast an der Freizeitgestaltung. Ja. Und abschließend, wir sind nämlich schon so gut wie am Ende angelangt, haben wir noch ein paar kleine Fragen für dich vorbereitet. Und die erste ist Schnitzel oder Burger? Schnitzel. Warum? Ja, ich glaube, wenn man aufwächst damit in Österreich, ist es einfach Schnitzel. Ohne das oder dem kannst du nicht leben? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, da gibt es nichts. Man kann ohne alles irgendwie leben. Also wüsste ich keine passende Antwort. Einen Menschen, eine Persönlichkeit, mit der du gerne mal arbeiten möchtest? Oder treffen möchtest? Das ist jetzt schwierig. Natürlich irgendwelche besonderen Professoren, die auch auf dem Gebiet arbeiten, dass man einfach sie noch weiterentwickeln kann. Mhm. Ja. Dein Lieblingsessen? Pizza. Und abschließend, 2013 soll das perfekte Jahr für mich werden. Jetzt muss ich natürlich neugierig nachfragen, was ist für dich perfekt? Was wäre da noch ein Traum, ein Wunsch? Wir haben eine Baustelle im Moment zu Hause, die soll natürlich fertig werden. Beruflich habe ich im Moment alles erreicht, also da geht nicht mehr. Und einfach weiter so glücklich und gesund zu sein, wie es jetzt ist. Also dass sich einfach nichts verändert. So. Ja, dann wünschen wir genau das, nämlich viel Glück, viel Gesundheit und viel Erfolg. Und wir sagen danke für das Interview, weil es ist ja eigentlich Ferienzeit und deswegen aus diesem Grund nochmal Dankeschön. Danke.